Moin Leute, ich bin's, der Tobson. Wir haben Sonntag und was gibt's am Sonntag richtig? Meistens, nicht immer, aber meistens ein Wort zum Sonntag-Commentary und das ist heute mal wieder der Fall. Wir haben übrigens gerade nachts, morgens, wie man es auch immer nennen will, so 3, 4 Uhr und ich werde danach auch, denke ich mal, mich so langsam ins Land der Träume begeben. Aber zuerst muss ich euch mal erzählen, dass ich richtig, richtig fies krank war die letzten 2 Tage. Zum Glück waren es nur 2 Tage. Mir geht es jetzt relativ gut. Ich gewöhne mich gerade wieder so ein bisschen ans Essen. Ich habe nämlich tierische Magen-Darm-Grippe gehabt. Aber sowas von. Das war echt nicht mehr feierlich. Ich kann echt von Glück sagen, dass ich das nur 2 Tage hatte und mir es jetzt wieder gut geht. Habe 4 Tee getrunken und all so ein Scheiß. Und Zwieback und Salzstangen, das, was man halt so zu sich nimmt. Normalerweise habe ich so einen Scheiß immer 5, 6 Tage an der Backe hängen. Zum Glück nicht, weil sonst hätte ich nächste Woche zum Arzt gehen müssen und dann hätte ich keinen Dienst machen können. Das wäre ein bisschen blöd gewesen für mich, weil ich gehe nicht gerne zum Arzt. Ist einfach so. Und jetzt, ja, jetzt bin ich nicht mehr am Kotzen. Also das war echt schlimm. Ich habe mir so Womex-A-Tabletten geholt. Das sind Zäpfchen. Keine Tabletten, Zäpfchen. Die steckt man in sich rektal unten, ne? Ins Arschloch steckt man sich die rein und dann wirken die und die wirken echt gut und dann kotzt man nicht mehr und ich habe 2, 3 Mal in einer Nacht gekotzt. Ich habe alles rausgekotzt, was drin war. Ich war leer, komplett leer gepumpt. Ja, als hätte man irgendwie einen Sauger in den Rachen gesteckt und alles aus meinen Wagen, aus meinen Wagen, wahrscheinlich Wagen, aus meinen Magen rausgesaugt und nichts ist mehr drin. So hat sich das angefühlt. Ja, da habe ich die 2 Zäpfchen dagegen genommen. Und dann lief das. Ja? Dann lief es nämlich hinten raus den nächsten Tag, dass ich mir sogar 2-mal in die Hose geschissen habe. Da habe ich mich wie so ein Rentner gefühlt. Dann konnte ich 2-mal die Hose wechseln, weil ich gefurzt habe und dann kam plötzlich was raus, ohne dass ich gemerkt habe zuerst. Wunderbar, wollt ihr wahrscheinlich gar nicht wissen, aber ist ja auch vollkommen egal. Ja, dann habe ich die Hose gewechselt. Ja, wäre ja auch abartig, wenn nicht, ne? Die Hosen, eher gesagt. Ja, und jetzt geht's mir wieder einigermaßen gut. Und morgen ist er wieder arbeiten angesagt, ne? Geht ja jetzt auch wieder. Ist ja wunderbar. Ja. Aber ich will euch jetzt nicht weiter voll labern mit wie viel ich denn in die Hose geschissen habe und was ich denn genau ausgekotzt habe. Das war übrigens frisches Schlemmerfilet aus der Tiefkühltruhe. Ja, das kam raus und dann noch so ein bisschen vom Frühstück, so Ei und Brötchen. Konnte man so leicht heraussehen, aber naja, ist ja auch egal. Ja, im Hintergrund seht ihr Star Wars Battlefront. Das habe ich mir nach ein Jahr, nachdem es jetzt schon ein Jahr draußen ist, ich glaube, es ist ein Jahr draußen oder noch nicht ganz. Ich glaube, es ist doch erst dieses Jahr rausgekommen, Anfang des Jahres irgendwann. Also noch nicht ganz auf jeden Fall. Ja, habe ich es mir jetzt mal geholt, weil ich habe mir die Ultimate Edition geholt und die gibt es gerade bei Saturn und Mediamarkt im Angebot. Und zwar gibt es die Ultimate Edition für 39 Euro. Eigentlich kostet das Ganze, ja, 99 Euro ursprünglich. Und jetzt für weniger als die Hälfte des Preises. Und das ist doch ein Top-Angebot. Und da ist der Season Pass halt mit dabei, weil es die Ultimate Edition. Man hat alle DLCs dabei. Das letzte DLC ist auch jetzt diesen Monat rausgekommen. Und ich habe es mir zuerst nicht geholt, weil ich immer so viel Negatives darüber gehört habe. Und da kamen halt dann noch andere Spiele raus, die ich irgendwie wichtiger fand als das, obwohl ich ein riesen Star Wars-Fan bin. Ich meine, wenn ich jetzt mal demnächst mal dazu komme, endlich mal die Roomtour zu machen und hier den fertigen Hobbyraum zu zeigen, dann werdet ihr sehen, was ich für ein Star Wars-Fan bin, weil ich habe hier tierisch viel von Star Wars stehen. Das ist schon fast so ein Star Wars-Gamer-Zimmer. Aber ihr seht es dann ja selber. Ja. Jetzt bin ich raus. Fühle mich echt wie ein alter Mann. Zuerst scheiße ich mir in die Hose und jetzt weiß ich schon nicht mal, was ich gesagt habe. Ah ja, genau. Und weil halt so viel Schlechtes darüber berichtet wurde, was ich gar nicht verstanden habe, weil die Games hat, glaube ich, auch nur 83% irgendwie gegeben oder 82%, was ja relativ wenig ist für so ein groß angekündigtes Spiel eigentlich. Wobei bei der GameStar weiß man ja nie so recht, seitdem der Fabian Sigismund nicht mehr da ist, was denn da so abläuft, ne? Davor war das alles besser, ne? Nein, Quatsch, laber Bullshit, aber da muss man halt sagen, da war ich halt ein bisschen stutzig drüber. Aber ich habe es mir jetzt geholt, gerade für den Preis.
Und ich muss sagen, es macht mir echt Spaß. Es ist zwar ein bisschen so ein Battlefield-Style gemacht und es wurde halt stark versucht, dass es Battlefield-ähnlich ist. Viele passt das halt nicht. Ja, aber ich find's gut. Ich komme damit klar. Und ich bin auch gar nicht mal so schlecht in dem Game. Ich glaube, das Game war jetzt, was war das? 21 zu 10 oder so. Es war jetzt nichts Besonderes, aber das war das zweite Gameplay, weil ich gerade mal gespielt habe. Und das war ganz in Ordnung. Ja, das hat Spaß gemacht. Und ist eigentlich ganz nice. Und es spielen halt viele Casuals. Ne? Das merkt man auch, dass das Spiel nicht für die übelsten Pro-Gamer gemacht ist. Das merkt man einfach. Das ist einfach ein Multiplayer für dich, mich. Und ja gut, Familie jetzt eher weniger. Ja, ich glaube nicht, dass die meisten Mütter hier auf Star Wars stehen. Ist eher weniger der Fall. Ja, die laufen dann eher so mit der Star Trek-Fresse durch die Gegend. Nein, machen die auch nicht. Oder Desperate Housewives. Oder Desperate Housewives Battlefront. Würde es wahrscheinlich nie geben. Nein, würde es nicht. Oder Game of Thrones Battlefront. Nein, nein. Obwohl, das wäre ja sogar eher Realität nahe. Ja, würde der Hoft-Befehl jetzt sagen. Der blöde Bastard. Ja. Und ist halt leider nicht so. Ja, das wird halt niemals kommen. Game of Thrones, Battlefront. Ist aber realitätsnahe als, ja. Desperate Housewives, Battlefront. Das laber ich für ein Bullshit. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, ich habe aber eben mal geguckt. Und das ein oder andere Video gesehen, beziehungsweise es war gestern, über die Nintendo, über die neue Nintendo, die jetzt rauskommt. Da bin ich durch Zufall drauf gekommen auf ein Video von Jimmy Fallon. Jimmy Fallon ist eine Show, wie in Deutschland, sage ich mal, TV Total war, muss man ja jetzt sagen, weil TV Total gibt es ja leider nicht mehr. Der Raab ist ja jetzt im Ruhestand, möge man sagen. Und Jimmy Fallon ist quasi auch so eine Late-Night-Show in den USA. Und da der ein tierischer Nintendo-Fan ist, wurde den quasi zuerst mal so ein Mobile-Device-Game von Super Mario Run durchgenommen. Was glaube ich für ein Bullshit heute? Gezeigt. Ja, so. Da fehlen einem doch die Worte teilweise, so viel Bullshit laber ich. Ja, der wurde halt gezeigt. Und dann hat er auch die neue Nintendo Switch vorgestellt bekommen. Ja, Switch heißt das Ganze. Und der war natürlich tierisch begeistert davon. Ich finde es auch ganz geil. Vor allen Dingen, weil man jetzt nicht mehr CDs dort reinlegt, sondern solche Art Speicherkarten. So Art Disketten oder was auch immer, wie man das jetzt nennt. Dieses Speichermedium, wo sich das Spiel dann drauf befindet. Werden wir dann sehen. Und auch mal eine ganz coole Sache an sich. Dass man nicht mehr CDs benutzt, um ein Spiel reinzulegen, sondern so ein bisschen Oldschool-mäßig da unterwegs ist. Und vor allen Dingen, dass man jetzt wieder so ein mobiles Gerät hat. Das ist quasi, also man muss sich das vorstellen, es sieht aus wie ein riesengroßes Handheld, so wie es bei der Wii U schon war. Nur ist das ganze System in diesem Handheld drin. Das heißt, man kann das Ding auch mobil mitnehmen. Ja, ich meine, vorher konnte man die Wii U zwar auch mobil benutzen, aber nur halt in dem Haus, wo man war, bis die Funkverbindung halt weg war von der Wii U, hier von diesem riesen Wii U Bildschirmcontroller und der Konsole selbst, ja. Also man brauchte nicht immer zwingend für die Wii U einen externen Bildschirm, um das Spiel zu spielen, sondern man konnte es auch einfach auf diesem Controller spielen, wo halt auch dieser HD-Bildschirm drauf war. Jetzt kann man es aber auch unterwegs mitnehmen, weil alles in diesem mobilen Controller verbaut ist, die ganze Software. Ich frage mich, wie die das hingekriegt haben, weil die Grafik ist ja jetzt noch deutlich besser als auf der Wii U und wie die das alles so da rein verbaut haben, weil wenn ich mir so die Komponenten da angucke, Nvidia GeForce 1080 GTI oder hast nicht gesehen, huldigt mich bitte nicht, wenn ich das jetzt nicht genau so ausgesprochen habe, wie es sein soll, aber ich kenne die ganzen neuen Grafikkarten momentan kaum, ja. Weil ich halt nicht so der PC-Gamer bin. Die eine oder andere kenne ich, aber nicht die ganz, ganz neuen. Also, huldigt mich nicht, okay. Psch. Ja, die Nvidia Titan kenne ich noch und so, aber keine Ahnung. Ich weiß zwar, wie man das alles im PC verbaut, aber die ganzen Namen, die kenne ich momentan nicht mehr. Aber wenn ich sehe, was da alles so drin verbaut ist, auch 10 GB RAM oder 12, ich weiß gar nicht. Ich muss nochmal gucken, vielleicht kann ich es ja nochmal kurz nachgucken. Steht ja dort drin, bla 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 bla, yes. Tierisch viel, was hier steht. Oh ja, hier steht tierisch viel. Leute, Leute, Leute. Boah. Bin am Husten wie ein Bescheuerter. Ich find's jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht.
Egal, guckt einfach selber. Ist ja jetzt auch egal. Ja, und was da alles drin verbaut ist, wie die das in so ein kleines Ding reinbekommen haben, das finde ich ziemlich faszinierend. Wie weit denn schon die Technik mittlerweile ist. Weil man muss diese Dinger ja auch dann irgendwie minimieren, um das da alles reinzubekommen. Und das ist schon cool. Ich bin mal echt gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mir das Ding zu Release hole. Ich will mir jetzt erstmal eine Wii U holen, ja. Ich habe eine PS4, eine Xbox One, eine 360, eine PS3 hier rumstehen. Ich habe allein für die PS4 jetzt schon 30 Spiele. Ja, und davon rede ich jetzt nicht von denen, die ich auch noch mobil... mobil rede ich hier für ein Bullshit wieder, ey. Hier, nicht mobil, sondern die ich digital habe, also als Download, sondern ich rede von den Spielen, die ich im Regal stehen habe, ja, die ich gekauft habe im Saturn, Mediamarkt oder sonst was. Also eine physikalische, eine Physical Copy Disc, if you know what I mean, die ich halt im Regal stehen habe. Das sind 30 Spiele an sich schon und für die Xbox One sind es 28. Dann habe ich, glaube ich, noch für jede Plattform mindestens 10 als digital downloaden, so ein Scheiß. Also ich habe tierisch viele Spiele, davon habe ich vielleicht 20% gerade mal durch. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch spielen soll, deswegen denke ich da echt drüber nach, ob ich mir die Wii U jetzt noch hole. Aber da gibt es so viele Spiele, für die ich einfach spielen will, wie Mario Kart 8 oder Super Mario Maker und all sowas. Das will ich alles noch spielen. Ich liebe einfach diese ganzen Mario-Spiele. Drüber nachgedacht, ob ich mir ein 3DS holen soll, so ein New 3DS, weil meine Freundin hat zum Teil und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich finde das echt ganz cool, gerade für mobil so unterwegs zu sein. Muss ich drüber nachdenken. Eins von den beiden werde ich mir auf jeden Fall nächsten Monat noch holen. Ich tendiere eher zur Wii U, weil ich nicht so der Handheld-Game bin. Aber ich finde den 3DS halt schon cool. Oh, ich kann mich da nie entscheiden. Ich stehe dann im Laden immer 3 Stunden und weiß nicht, was ich nehmen soll. Da bin ich echt schwierig. Das ist echt ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber es ist so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch die Nintendo Switch holt. Oder ob ihr ein 3DS habt. Oder eine Wii U. Und ob ihr damit echt zufrieden seid. Weil das würde mich mal echt interessieren. Weil ich selber habe nur einmal Wii U gespielt. Und ich fand das geil. Aber wie man denn damals so auf Dauer klarkommt, das weiß ich halt selber nicht. Weil ich habe das halt leider selber nie gespielt. Das ist halt leider so. So, dann haben wir ein bisschen viel Bullshit gelabert. Und viel Dünnschiss. Obwohl, den hatte ich eher, den hatte ich dann eher vor 2 Tagen, den Dünnschiss. Ja. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn davon haltet, so der Nintendo Switch. Und, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie oft ihr euch schon dieses Jahr an die Hose geschissen habt. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, das Commentary war jetzt ein bisschen random. Aber ich wollte jetzt nochmal ein Wort zum Sonntag raushauen. Das Wort zum Sonntag Commentary dient ja immer dafür, einfach das zu labern, wo man gerade drauf Bock hat. Weil das mache ich immer ganz gerne im Wort zum Sonntag Commentary. Dafür ist eigentlich da, so ein gemütliches Wort zum Sonntag. Einfach mal vorm Mikrofon hängen und ein bisschen was labern, das einem gerade so in den Kopf kommt. Oder halt hinten raus, ne? Aber den Wortwitz können wir jetzt nicht dreimal bringen, dass ich hinten raus irgendwas rauskommen lasse. Scheiße in dem Fall. Nee, wollen wir ja nicht. So, Leute. Ich melde mich ab. Und dann sehen wir uns gegen 20. bis 22. rum, weil ich bin jetzt zuerst mal 9 Tage in der Kaserne. Mach da ein bisschen Dienst und so, ne? Und arbeiten da ein bisschen hart. Und haben Spaß an der ganzen Sache und danach habe ich 4 Wochen Weihnachtsurlaub. Und das kann man sich schmecken lassen und da kann ich auch das ein oder andere Video raushauen mal wieder. Also haut rein, bis zum nächsten Video und guck mal, wie ich da Luke Skywalker mit der Granate abschmeiße und natürlich ihn nicht töte, verdammt normal. Egal. So Leute, haut rein, bis zum nächsten Video und dann sehen wir uns in alter Frische in 1,5 Wochen. Bis dann und ciao.